schnippte der Prinz mit den Fingern und futsch war die Prinzessin. Schwupp, machte die Prinzessin mit dem Absatz und der Prinz war wieder da. Da ich etwas monomanisch veranlagt bin, könnte ich das hier stundenlang so weitermachen. Ich kenne mich. Zu Hause, hier kann ich mir das nicht leisten. Zu Hause könnte ich das stundenlang so weitermachen. Wenn ich zu Hause früher stundenlang Klavier spielte, kam zu guter Letzt immer meine Mutter mit dem Handfeger in der Hand. Sie hatte wohl in der Eile nichts anderes gefunden. Und sagt dann immer zu mir, wenn ich so lange spiele, wie sagte sie immer einen Satz, den ich nie kapiert habe. Jetzt wird's mir aber zu bunt. Und dann sagte ich immer, es sind nur zwei Harmonien. Ich kann nur vier, das wissen Sie doch, ich kann nur vier Harmonien. Dann sagte sie einen zweiten Satz, den ich nie begriffen habe. Ja, eben! Das muss eine hochdifferenzierte Frau gewesen sein, der schon bei zwei Harmonien zu bunt wurde, nicht wahr? Obwohl, soweit ich mich erinnere, meine Mutter hatte eigentlich mit Musik gar nichts am Hut. Meine Mutter wollte immer mit einer Kutsche, hat sie immer gesagt, mit einer Kutsche über Land in die Natur fahren. Also erst über Land und dann in die Natur, oder ich weiß auch nicht. Oder erst in die Natur und dann über Land, mit einer Kutsche jedenfalls. Jedes Mal mit einer Kutsche. Mein Vater lief nach Duisburg in die Tonhalle, um sich Musik zu holen. Ich weiß auch nicht, wie das zusammengepasst hat. Also, aber das erfährt man ja nie. Ne? Jedenfalls lassen wir das. Aber das mit dem Prinzen, der Prinzessin, das interessiert mich insofern doch, weil es ja aus irgendeinem Märchen ist. Sie wissen, es gibt ja Hunderte, Abertausende, Aberhunderttausende von Märchen. Arabische, Dänische und Deutsche und was nicht alles. Und Orientalische und Indische, nicht wahr? Wie gesagt, asiatische Märchen. Und da denkt ihr, wie heißen die alle? Ein Beinlein, zwei Beinlein, drei Beinlein. Und immer hängt ein Pferd an der Wand. Immer ruft jemand in den Wald, wo ist mein Rind? Was macht mein Reh? Und so diese Bauerngeschichten. Und dann steigt wieder am nächsten Tag, steigt wieder einer mit einem vergifteten Apfel über die Dornecke, damit der Frosch endlich aus der Standuhr rauskommt. Das sind doch alles, Sachen, die kann man doch nur verkraften, wenn man vorher Kreide gefressen hat. Jedenfalls, aber was mich interessiert, diese Märchen erinnern mich ja immer an eine weltberühmte Geschichte, die zwar kein Märchen ist, aber immerhin eine märchenhafte Geschichte, die werden Sie auch alle kennen. Das sind die berühmten Bäcker aus Bäumelburg, die kennen Sie alle, die Geschichte. Sie kennen die Geschichte, die verstellen sich jetzt, ich merke das jetzt. Ich merke das ja, ich habe ja drei Semester Theaterwissenschaft studiert, ich kenne ja die Gesetze des Raums. Höhe mal Breite mal Tiefe plus Anzahl des Publikums gibt Atmosphäre. Ich habe das ja alles, ich habe das ja 40 Jahre mit mir rumschleppen müssen. Jedenfalls die Gesetze des Raumes, ja. Wobei ich stehen geblieben. Jedenfalls also diese ganzen Märchen, wenn Sie die Bäcker von Babelburg nicht kennen, dann kennen Sie vielleicht stellvertretend für alle die Geschichten die Kinder von Dinkelsbühl oder die lustigen Metzger von Ulm oder die tapferen Schneider von Windsor oder die Dachdecker von Andernach, die Fahrradhändler von Bielefeld, die Gewürzkrämer aus Gütersloh und die Friseure von Freiburg. Der hat ja alle die ganzen Geschichten, hat ja einen Autor geschrieben. Wir wissen nicht, wer, ich vermute Reinecker, der schreibt ja alles. Und es ist halt so. Es ist ja immer nur der nur die Städtenamen und die Berufe zu verändern. Und der Plot, wie wir in der Literatur sagen, der Kern der Geschichte, ist dasselbe. Da kommt ein Herzog mit seinen Truppen, belagert irgendeine Stadt. Die Bürger kriegen furchtbare Angst, logischerweise. Am Schluss nehmen alle Frauen ihre Männer Huckepack, ziehen vor Stadttor, besänftigen den Herzog und der zieht mit seinen Truppen ab. An diesem Jahrestag wird immer ein großes Fest gefeiert, was ist Bratfisch klettern und Brezel stechen und irgend sowas alles. Natürlich in geliehenen historischen Kostümen, vorher gereinigt, hinterher auch. Jedenfalls das nur als Einleitung. Und so ist es ja auch mit den Bäckern aus Bäumelburg. Ich meine, ich erzähle die Geschichte doch mal. Es gibt ja sicher immer den einen oder anderen unter Ihnen, der die Geschichte nicht kennt. Ich meine, man soll ja auch für Minderheiten arbeiten, habe ich neulich in der Zeit wieder gelesen. Jedenfalls, also, als seine Bewusstlosigkeit der Herzog von Braunschweig vor den Toren von Bäumelburg lag und die Bürger von Bäumelburg darauf nicht mehr ein nach Haus wussten, schickten sie doch in der bekannten Herrgottsfrüh. Die ist ja damals über Nacht sehr bekannt geworden, die Herrgottsfrüh. Ja, bis dahin haben die Leute alle bis halb zwölf geschlagen, ich teile alle um halb fünf auf, nicht wahr? Weil wahrscheinlich irgendein Idiot das Wort Herrgottsfrüh erfunden hat. Vermutlich ein Dichter. Ich nehme an, ein evangelischer Dichter hatte sie erfunden. Ich kann mir das leisten, ich bin Protestant. Jedenfalls schickten sie 30 ihrer besten Bäcker vor die Tore der Stadt. Die sollten also den Herzog besänftigen und huben an, über Liefer zu sprechen. Also das machte man damals, und das sollten wir uns heute auch wieder angewöhnen, über Liefer zu sprechen. Wie wir manchmal mit unserer schönen deutschen Sprache schludern, das ist ja ganz, das kann man sich ja wirklich, wir sollten wirklich wieder zumindest versuchen, aller Lessing, also wirklich anzuhuben, ist nämlich überliefert, huben also an. Also. Ja, es ist überliefert, nicht wahr? Euer Lebenden! Das ist ungefähr Wallenstein-Zeit, so sprach man damals. Das ist eine schöne Anrede, würde ich heute auch wieder gerne hören. Euer Lebenden! Wir haben ein Brot für euch gebacken, das größte auf Erden, woran eure Zähne viel Knackens haben. Da ließ seine Bewusstlosigkeit alle Bäcker erschlagen.
Auch die, die sich in ihren Backöfen verkriechen und verstecken wollten. Und so findet doch bekanntlich, meine Damen und Herren, in jedem Jahr auf dem wirklich wunderschönen, uralten, historischen Marktplatz von Bäumelburg kein festliches Weihspiel statt. Ja, tut mir leid, ist Pech, ne? Ist dumm. Ne? Stimmt kein Stress. Ist Geschichte. Ist eine dumme Geschichte. Ja, ist eine Geschichte. Ist eine schöne Geschichte, eine dumme Geschichte, ne? Und man sagt ja auch schön dumm, sagt man ja auch. Ist eine deutsche Geschichte. Jedenfalls, jetzt kennen Sie die Geschichte. Oder die Schuster von Augsburg beispielsweise. Ne? Als der freie Reichsgraf Franz von Otzingen einmal vor Augsburg lag und dann nie wieder. Und die Augsburger, wie der Name schon sagt, kein Auge mehr zutaten. Augsburger Zutaten kennen Sie vielleicht. Das sind ja also, jede Stadt hat doch ihr Lebkuchengeheimnis, nicht wahr? Ja, da sind ja ganze Kriege. Es gibt ja nicht nur Religionskriege und Befreiung, es gibt auch Lebkuchenkriege, nicht wahr? Das geht um das Rezept. Die einen nehmen 4 Zentner Zimt, die anderen nehmen 9 Zentner Zimt. Es gibt die Augsburger, die Nürnberger, die Hamburger Zutaten, nicht wahr? Schicken Sie doch, da lassen wir nichts aus nach 40 Jahren. Jedenfalls schicken Sie doch in der bekannten Herrgottsfrüh, also immer dieselbe Zeit, komischerweise oder dummerweise, diesmal 100 auserlesene Schuster vor die Tore der Stadt, unter ihnen sogar den Meister Hans von Flechtingen. Und er sprach, Herr, wir bringen euch Schuhe, die besten von Hand gemacht, die tragen euch bis in die Mongolei. Die Geschichte ging auch daneben, ist komisch, nicht? Es ist also wirklich nicht so, wie wir es als Kinder es immer erzählt ist. Genau das Gegenteil ist wirklich der Fall, nicht wahr? Oder nicht zuletzt die Spinner von Heidelberg, die kennen Sie vielleicht. Die Spinner von, ach, das ist also, als, da, da, die, da ist die historische Ausgangssituation folgende, als Otto der Welfe. Naja, wir beschweren uns immer über unsere karge, unpersönliche, kalte Zeit, meine Damen und Herren. Wir sind es ja selbst in Schuld. Damals hatten die alle diese schönen, wunderschönen Beinamen. Das haben wir alles abgeschafft. Otto der Welfe, Karl der Kahle, Hugo das Kind, Moritz der Frosch, wie sie alle hießen. Das haben wir alles beiseite gelegt. Wir könnten doch auch heute einfach sagen, Helmut der Kohl oder Dietrich. Es kommt an. Deshalb habe ich auch gesagt, ich sage ja sonst sowas weniger, aber jedenfalls, oder Dietrich der Genscher, klingt doch wie im Nibelungenlied, nicht wahr? Volker der Fiedler, Dietrich der Genscher, ne? Nicht? Das könnte man so, wie bei Shakespeare, seht, da kommt Dietrich der Genscher, nicht wahr? Und so weiter. Übrigens, Genschern ist ja ein Verb aus dem Mittelalter, nicht? Es ist ein altes Verb aus dem Mittelalter, Genschern heißt so viel wie Flunkern, nicht wahr? Also früher sagte man, im Mittelalter sagte man Genscher mir doch nichts vor, nicht wahr? Das sagte man im Mittelalter, das hat sich dann nachher noch, ja. Aber er ist bei seinem Namen geblieben und er ist ja auch der Erfinder der Strategie der flexiblen Antwort. Hat er selbst formuliert, also das ist gar nicht mal von mir, man muss ja eigentlich die Dinge nur zitieren. Jedenfalls, gut. Als Otto der Welfe ganz Lombardien ausgeplündert und im Alemannischen gebrandschatzt und alles ausgezogen bis aufs Hemd und plötzlich vor Heidelberg stand oder lag, das weiß ich nicht so genau, das muss ich nochmal nachgucken. Und nein, ich arbeite gerade an einer sehr interessanten Geschichte, und zwar das ist eine kleine Arbeit, die mache ich so nebenbei, und zwar Stehen, Sitzen, Liegen in der deutschen Geschichte. Und zwar, Sie kennen das ja auch alle, Sie wissen doch früher, also sagte man, also stand vor Wien, nicht? Oder lag vor Regensburg, nicht? Aber ich habe bis jetzt nirgendwo gefunden, saß vor Ludwigshafen oder so. Also nicht so. Vielleicht komme ich damit. Ich meine, saß in Bonn, das wird mal in die Geschichte eingehen. Aber jedenfalls, als der da plötzlich also vor Heidelberg stand oder lag, ist ja egal, da kriegten die Bürger von Heidelberg verständlicherweise es mit panischem Schrecken und kasteiten und ließen zur Ader sich und schickten doch eine bekannten Herrgottsfrüh dieses Mal 20 stadtbekannte Faden- und Tuchspinner vor die Tore der Stadt, die sprachen sogar im Chor. Seht, edler Herr, wir sind Spinner! Und haben nicht mal einen Kittel am Leib! Und da fiel Otto der Welfe tödlich vom Pferd. Und als er der Reiter sah, die Standarte sinken, da stoben sie auf und davon wie Weiland die goldene Horde beim Amitis Timur. Die Spinner sind heute noch zu sehen in Heidelberg. Erkältet, erfroren, versteinert, Kinder, 20 Pfennig, Erwachsene, eine marktdeutsche Geschichte.